So, und damit schauen wir ins Verteidigungsministerium und hören, was die Verteidigungsministerin zu sagen hat. Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und der anschließenden Aussprache auch zum Aufsetzen der Mandate intensiv politisch über Afghanistan und auch über die Evakuierungsmission gesprochen haben. Ich möchte mich deshalb in meinen Ausführungen auch darauf beschränken, einen aktuellen Stand zur laufenden militärischen Evakuierungsmission auch zu sagen. Es ist ja deutlich geworden, gestern und heute, dass das Enddatum sozusagen auch von der amerikanischen Seite auf den 31.8. so wie immer angekündigt auch weiter beibehalten wird. Das löst dann auch insbesondere in der internationalen Zusammenarbeit eben entsprechende Verfahren aus. Und diese Verfahren und die internationale Koordinierung zurzeit gerade in Kabul wird dann auch über die Zeitachsen bestimmen, über die wir verfügen, um weiter auch evakuieren zu können. Es gilt aber nach wie vor, wir werden versuchen, bis wirklich zur letzten Sekunde und mit dem letzten Flieger auch zu evakuierende Personen mitzunehmen. Das Ganze spielt sich aber vor dem Hintergrund ab, dass natürlich die Unruhe rund um den Flughafen steigt. Sicherlich noch beherrschbar ist. Das sind die Nachrichten, die uns auch von unseren Einsatzkräften in Kabul erreicht haben. Aber die Unruhe steigt und vor allen Dingen verschärft sich die Sicherheitslage, nicht nur mit Blick auf die Situation rund um den Flughafen, sondern insbesondere was die Frage von terroristischen Anschlägen anbelangt, nicht durch die Taliban, sondern durch andere Gruppen. Hier muss man sagen, dass sozusagen die Gefährdungslage und auch die Gefahrenmeldung doch deutlich schärfer geworden sind, als das in den letzten Tagen der Fall war. Und das will ich ganz, ganz deutlich sagen, auch wenn wir alle und vor allen Dingen alle unsere Soldatinnen und Soldaten wirklich dieses Ziel haben, solange es irgendwie geht, Menschen aus Kabul auszufliegen, dann gilt natürlich auch, dass dies abgewogen werden muss gegen die eigene Sicherheitslage, sowohl derjenigen, die zu evakuieren sind, aber eben insbesondere auch der Soldatinnen und Soldaten. Hierzu stehen wir in sehr enger Abstimmung eben auch mit unseren Verbänden vor Ort. Und dazu kann sicherlich auch der Generalinspekteur Näheres ausführen. Das bedeutet aber auch, dass mit Blick auf die Tatsache, dass diese Luftbrücke, egal in wie vielen Stunden oder Tagen sie enden wird, eben nicht jetzt noch eine lange Zeit über Wochen und Monate weiterlaufen wird. Das bedeutet auch, dass, und das ist heute sehr deutlich gemacht worden, auch im Bundestag, auch für die Bundesregierung, dass dies sozusagen nicht das Ende des Bemühens um die Ortskräfte ist. Wir haben dieses Bemühen ja schon auch über den Sommer vorher begonnen, zum Teil auch schon Jahre vorher, was die älteren Ortskräfte anbelangt. Wir haben jetzt sozusagen die Phase 1 der akuten militärischen Evakuierung. Und es ist vollkommen klar, dass jetzt eine Phase 2 auch sich unmittelbar anschließen muss, über die im Moment gerade verhandelt wird, auch mit den Taliban. Dazu laufen die Gespräche in Doha, wo es aber ganz wichtig ist, und das gilt auch für das BMVG und die Bundeswehr, dass wir unseren Ortskräften eben den Kontakt weiterhalten, dass ganz deutlich ist, diejenigen, die ein Aufnahmeversprechen haben, die können sich auf dieses Aufnahmeversprechen verlassen. Es gilt weiter, es gilt unbefristet. Wir werden alle Hilfen zur Verfügung stellen, damit diese Menschen außer Landes kommen, damit sie aufgenommen werden, auch hier in Deutschland. Und wir werden das auch begleiten über die Kontakte, die wir nach wie vor zu unseren Ortskräften haben. Und das Gleiche, das kann man sicherlich im Grundsatz sagen, gilt für die Ortskräfte anderer Ressourcen, anderer Organisationen im gleichen Maße. Uns ist sehr bewusst, dass das eine sehr schwierige Phase und sehr schwierige Situation ist. Ich will aber auch noch mal ganz deutlich sagen, auch mit Blick auf die Lage unserer eigenen Kräfte und auch der Kräfte anderer Nationen vor Ort,
das, was wir jetzt augenblicklich haben und was sich in den nächsten Tagen sicherlich anschließen wird, ist die absolut sensibelste, gefährlichste Phase dieser militärischen Evakuierungssituation. Und deswegen sind natürlich wir auch im Moment absolut fokussiert auf diese letzte Phase, auf das Ziel, so viel wie möglich aus Kabul noch auszufliegen, auf das Ziel, unsere Männer und Frauen gesund nach Deutschland zurückzubringen. Und deswegen ist es auch zu früh, schon über diese Evakuierung insgesamt sich ein Bild zu machen. Wir können aber ganz sicherlich eines sagen, das ist eine internationale Mission gewesen. Es ist eine große internationale Luftbrücke, die zurzeit immer noch läuft. Und Deutschland, die Bundeswehr, ist ganz sicherlich einer der wesentlichen Ecksteine dieser Evakuierungs- und dieser Luftbrücke nach wie vor. Und das gibt den Männern und Frauen auch Mut und Kraft, auch diese letzte schwierige und wirklich sehr gefährliche Phase und auch menschlich unglaublich belastende Phase für alle, diese Phase weiter durchzustehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir noch einige Menschen wirklich ausfliegen können und dass wir dann auch unsere Männer und Frauen wirklich alle heil und gesund wieder in Deutschland willkommen heißen können. Ja, ich kann noch mal kurz ergänzen zu den aktuellen Zahlen. Mit Stand jetzt haben wir insgesamt 5.026 Personen evakuiert mit gesamt 33 Flügen und aus 45 Nationen stammend. Unter der genannten Zahl befinden sich 3.660 afghanische Bürger. Wir haben in der vergangenen Nacht eine Helikopteroperation durchgeführt mit Unterstützung der amerikanischen Streitkräfte, also auch mit deren Hubschrauber, aber mit unserer Besatzung und unserem Organisationsteam. Dabei haben wir insgesamt 21 deutsche Staatsbürger an einem Punkt abgeholt. Die Operation ist in der Nacht durchgeführt worden. Und weiterhin haben wir heute einen Flug von Eindhoven nach Taschkent durchgeführt, indem wir mit Blick auf die Rückverlegeoperation Unterstützungskräfte nach Taschkent eingeflogen haben. Das sind im Wesentlichen Sanitätskräfte und logistisches Unterstützungspersonal, das den Rücktransport dann am Ende unterstützen wird. Soweit von mir meine Ergänzung. Ja, vielen Dank. Damit kommen wir zum Frageteil. Herr Mayer, bitte. Sorry. Es sind ja mehrere Gerüchte rumgegangen, wann jetzt letzten Endes diese Luftbrücke beendet werden soll. Können Sie denn schon ein Datum nennen? Morgen, Freitag gegebenenfalls, ist das möglich? Und die zweite Frage wäre, wie soll denn diese zweite Phase der kommerziellen Luftbrücke, sage ich mal, oder der kommerziellen Luftfahrt dann aussehen, wenn dieser Flughafen ja weitestgehend zerstört ist, nach unseren Informationen? Danke. Also der zweite Punkt, um mit diesem Punkt zu beginnen, ist in der Tat ein ganz wichtiger. Darüber laufen im Moment Gespräche auf allen Ebenen, auch mit unterschiedlichen Ländern, wie auf jeden Fall ein Flugverkehr und ein Flugbetrieb weitergeführt werden kann. Ob das möglich ist, das sozusagen bruchlos zu tun oder ob es dazwischen ein Gap gibt, das wird in der Tat davon abhängen, was der Ausgang dieser Gespräche ist. Den letzten Verhandlungsstand en Detail kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Was die Frage des Datums anbelangt, ich bitte wirklich um Verständnis, dass wir dies nicht sagen können, weil wir es selbst noch nicht ganz genau wissen und auch nicht darüber spekulieren möchten. Es ist abhängig von der internationalen Koordinierung und es ist in allererster Linie abhängig von der Entwicklung der Sicherheitslage. Und ich habe das eben sehr deutlich gesagt, die Bedrohungen sind massiv gewachsen und die sozusagen die Hinweise auf mögliche Bedrohungslagen sind sehr konkret und sie sind sehr ernst zu nehmen. Und das beschließt sozusagen möglicherweise eben auch Zeitfenster,
weil es dann um die Frage der Sicherheit der Menschen an diesem Flughafen, aber auch um die Frage der Sicherheit unserer Truppen geht. Deswegen ist das sehr volatil und man muss sich einfach noch mal vor Augen führen in dieser hochemotionalen, und ich glaube, das können wir nur noch nicht einmal ansatzweise, sondern nur wahrscheinlich in einem tausendsten Bruchteil irgendwie nachfühlen und nachsehen, wie die Menschen sich im Moment in Kabul fühlen, wie sie vielleicht versuchen, sozusagen mit letzter Hoffnung doch noch auf einen Flieger zu kommen. Und Sie können sich vorstellen, jede Spekulation, jedes Gerücht, egal woher es kommt, aus welchem Medium oder über welchen Kanal, löst dort sozusagen Bewegungen aus. Bewegungen, die dann am Ende sozusagen unsere Anstrengungen, Menschen noch sehr gezielt auch in den Flughafen zu bekommen, wiederum erschweren. Deswegen bitte ich um Verständnis. Das hat wirklich was mit Sicherheit der Kräfte zu tun. Es hat aber auch damit was zu tun, dass wir bis zum Ende unseren Kräften die möglichst besten Rahmenbedingungen geben wollen, damit sie in ihren Operationen so erfolgreich wie möglich so viele Menschen wie möglich auf die Flieger bringen, damit sie nach Deutschland kommen können. Soweit also das Update zur Lage der Bundeswehr und ihrem Auftrag in Afghanistan von der Bundesverteidigungsministerin und dem Generalinspekteur der Bundeswehr. Und während die beiden sprachen, kam die folgende Eilmeldung rein. Die Taliban haben nämlich in den Verhandlungen mit der Bundesregierung zugesagt, dass Afghanen auch nach dem für den 31. August geplanten US-Truppenabzug das Land verlassen dürfen. Das zumindest twitterte der deutsche Verhandlungsführer Markus Protzel nach den Gesprächen mit dem Vizechef des politischen Büros der Taliban in Katar. Auch darüber wollen wir sprechen mit Christoph Wanner, uns jetzt zugeschaltet aus Taschkent. Christoph, du hast auch viel Erfahrung in dieser Region. Wenn wir diese Eilmeldung uns jetzt genauer angucken, wie viel Vertrauen darf man, sollte man in die Aussagen eines Taliban haben? Es ist natürlich jetzt auch für mich ein Dilemma, dir da eine Antwort zu geben, weil diese Antwort, die ich habe, die ist natürlich für die Leute, die Hoffnung haben, negativ. Weil jeder will jetzt hören, dass es irgendwie weitergeht und dass man sich doch auf die Taliban verlassen kann und mit denen Abmachungen treffen kann, die dann auch eingehalten werden. Aber ich glaube, dass die Realität einfach heute noch eine andere ist. Vielleicht beweisen uns ja die Taliban, dass sie sich tatsächlich geändert haben und dann kann man mit denen auch verhandeln, was ausmachen und man kann mit denen auch dann weiterarbeiten. Aber ich habe eben das Gefühl, und das ist das Bittere, dass die Taliban kein Monolith sind und dass jetzt die Männer, die da für die Taliban in Doha verhandeln, in Katar, sicherlich nicht für alle Taliban sprechen. Und es gibt eben innerhalb dieser Organisation, die ich nach wie vor für terroristisch und radikal-islamistisch halte, mehrere Flügel. Und einer dieser extrem gefährlichen Männer, Haqqani, der über einen eigenen Clan oder ein eigenes Netzwerk verfügt, ist absolut unberechenbar, ist absolut radikal. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der politische Führer im Augenblick, Mullah Baradar, gemäßigt sein will und sich verständigen will und Zusagen trifft, die er vielleicht sogar ernst meint, heißt das überhaupt nicht, dass die anderen am gleichen Strang ziehen, wie eben Haqqani. Haqqani ist ein Mann, der von den Amerikanern steckbrieflich gesucht wird, der für x Terroranschläge verantwortlich ist, und dann müssten wir uns auf so einen verlassen, wenn wir mit Zivilflugzeugen reingehen, ohne militärischen Schutz. Das ist einfach eine Sache, deren Ausgang total offen ist, und das ist ein großes Risiko. Und so ist die Wahrheit in meinen Augen und so ist die Realität. Und das ist natürlich etwas, was jetzt im Augenblick keiner hören will, aber das sind Tatsachen. Bitter natürlich, so wie du es auch gesagt hast, für all diejenigen, die darauf hoffen, dass sie das Land eben doch noch verlassen können. Lass uns über deine Position sprechen, wo du gerade bist, Taschkent. Wir haben eben von der Bundesverteidigungsministerin und vom Generalinspekteur gehört, da werden noch mal mehr Kräfte jetzt eingeflogen, vor allem Sanis, die eben vor Ort helfen sollen. Wie ist die Situation am Flughafen von Taschkent aktuell? Tatjana, das ist leider eine Frage, auf die ich dir keine wirkliche Antwort geben kann. Das ist Sperrgebiet für uns. Da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir wissen das jetzt nicht. Mit eigenen Augen haben wir das noch nicht gesehen. Ich war nur draußen am Gelände. Leider ist es so. Ich würde mir da auch gerne ein eigenes Bild von machen. Was wir wissen ist, dass dieser Einsatz weiterläuft. Es wird immer noch evakuiert.
Deutschland hat es geschafft, mehr als 5000 Menschen auszufliegen. Das ist eine Leistung, weil man unser Militär nicht mit den amerikanischen vergleichen kann. Das sind einfach andere Dimensionen, die die Amerikaner haben. Und was wir jetzt da gemacht haben, ist absolut bemerkenswert, würde ich sagen, für unsere Möglichkeiten. Die Sache ist so, dass ich auch denke, dass es in Kabul jeden Tag gefährlicher wird, auch für unsere Soldatinnen und Soldaten, weil wenn man eine Position aufgibt, eine Stellung aufgibt, ist alles in Bewegung und dann kann man das nicht mehr so sichern, wie wenn man statisch steht. Und momentan ist alles im Umbruch, weil die Amerikaner rausgehen, die Deutschen müssen sich fügen und das heißt, es ist irrsinnig große Gefahr da für in Bezug auf Anschläge, in Bezug auf Schießereien. Und das muss man tatsächlich berücksichtigen. Und ich denke, dass das, was da gesagt wurde seitens des Verteidigungsministeriums, auch tatsächlich absolut der Realität entspricht. Also ein wirklich heikler Einsatz im Augenblick, vielleicht sogar schwieriger denn je. Christoph Warner, besten Dank für deine Einschätzung und Einordnung.